Okay, dann geht's heute weiter mit unserer Zweispielerkarriere, die ja alle 2 Wochen stattfindet, zumindest so ist die Planung jetzt erstmal. Herzlich willkommen, Baku und Sukramatis, du bist auch wieder mit da beim Start. Mehr oder weniger zumindest. Ich bitte dich ein bisschen zu entschuldigen, während der ersten Aufnahme mein Headset hat einen weg und ich vermute, dass das genau der Grund war, warum die ersten Folgen Breaking Point scheiße sich anhören. Naja. Okay, also gehen wir trotzdem rein und gucken wir mal, was wir eigentlich so haben. Wir haben so viel Dings noch, so viele Punkte auszugeben, ne? Ich werde auch gerade mal ein bisschen was hier, mal, ich gucke mal hier nach, was wir hier noch machen. Okay, du hast jetzt, ich schick mir gerade eine Nachricht, dass ich zu viel Benzin noch drin hatte. Aber ich weiß nicht, warum es sich ändern kann. Warum ich nicht mit zum Beispiel Fett gemischt fahren kann oder so. Weil das nicht mehr geht. Na, ja, ist schon klar. Gut, wenn du dann soweit bist, ich kann ja mal weitergehen und. Da hatten wir jetzt letztens in einem Rennen sehr geil, weil Thomas und Co. es gewohnt waren, dass immer viele Leute ausfallen und du dann im Safety Car viel Sprit zurückholen kannst. Hat er und noch jemand, Rosi, glaube ich, haben abgetankt, mega, in Mexiko. Dann sind denen in den letzten Runden ist der Sprit ausgegangen. Okay. Ja, das ist halt das neue Spiel. Wie gesagt, ich habe schon mal auf Weiter gedrückt. Ich warte eigentlich nur, bis du dann... Ja, ich habe jetzt nochmal gerade die ganzen Entwicklungen mal ein bisschen aktiviert, damit es dann mal weitergeht. Damit nee, alles ist gut. Ist ja auch kein Problem. Das ist das Gute. Das kann nicht einer mal kurz schon was machen, während der andere noch wartet. So, also großer Preis von Aserbaidschan nach dem Desaster aus Monaco... Kommt das nächste Desaster. Ja, vermutlich. Mal gucken. So, Reifenauswahl. Ach, du kannst so auswählen, ne? Oder kann ich? Nee, die kann man, glaube ich, auch allgemein nicht mehr einstellen. Nee. Aha, also muss ich tatsächlich warten bis zum Rennwochenende. Das haben wir auch schon in den Ligarennen auch schon gefragt. Warum gibt es das noch zur Reifenauswahl, wenn du eh keine mehr umstellen kannst? Du kannst die auch nicht mehr umstellen. Du kannst doch keinen... gibt nicht mehr härter, weicher, du kannst nur noch die eine nehmen, die da ist. Okay. Kann ja vielleicht auch sein, dass das vielleicht jetzt so ist in Reglements auch, im richtigen Formel 1, dass die alle nur noch die Reifen gestellt kriegen und dann müssen die damit kann ja alles sein, weißt du ja alles nicht. Ja, ja, klar. So, ich habe übrigens schon zum Rennwochenende gedrückt. Also ja, warum auch immer das bei mir nicht weitergeht, verstehe ich gerade nicht. Jetzt. Ja, ja, ich muss mal gerade mein Lenkrad neu starten, ich mache das sofort jetzt. Ja, nicht, dass du wieder das hast wie in Monaco in Runde. Gut, okay. Versuchen wir es mal, was heute irgendwie rocken. Was überhaupt irgendwas holen. Ich rocke. Ja. So, also, heute fahren wir auch wieder ein bisschen mehr. Wettervorhersage auch gut, es bleibt wenigstens trocken. Es bleibt wenigstens trocken. Und weil wir uns beide gegeben haben in Monaco, konnte ich tatsächlich nicht in der Zweispielerkarriere in den Dings gehen, in den Wiederholungsbildschirm gehen wegen den Thumbnails. Das musste ich mir dann quasi nochmal im Zeitfahrmodus auf die Strecke und mir das da holen. Ja. Weil ich versuche immer beide Autos auf Thumbnails zu kriegen von uns. Wenn es mal funktioniert. Okay, gehen wir mal rein und zuerst das 3 Training. Und zwar fahren wir auf die Strecke. So, ich muss nachher noch weg auf jeden Fall, aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Um 17 Uhr fahre ich erst. Ja, wie gesagt, deswegen wollte ich das ja auch so früh wie möglich heute machen. Ja, nee, alles gut, ich habe nur gewartet. Ich bin relativ früh aufgewacht, dachte mir, jetzt kannst du auch ein bisschen aufnehmen. Ich komme eh nur momentan im Wochenende zum Aufnehmen, weil ich unter der Woche mit 19:30 arbeite, da hast du auch keinen Bock mehr. Ja, deswegen muss man dann auch gucken, wann unsere nächste Session dann wieder stattfindet hier für die Karriere. Deswegen habe ich erstmal alle 2 Wochen gemacht. Ja, nur jetzt wäre ja Frühschichtwoche eigentlich dran, aber wenn du bis 19 Uhr arbeitest... Das ist es einfach und ich sehe sowas halt wöchentlich. Ne? So. Training 2 trocken, Training 3 trocken. Also es erwartet uns, soweit ich das jetzt gerade überblicke, ein komplett trockenes Rennwochenende. So, Setup habe ich für Baku, das ist gut.
Ob das was bringt, weiß ich nicht. willst du es haben, oder? Ich habe mir auch schon eins gestern schon. Okay, weil ich muss eh warten, weil bei mir in der Bremsanlage ein Fehler drin ist. Also ich kann noch nicht auf die Strecke. So. Ich habe noch 2,5 Minuten. Falls ich jetzt DNF gehe, ich probiere mal ein bisschen mit Fahrhilfen aus. Dafür ist das Training auch ein bisschen mit da. Ich will mal ein bisschen was austesten. Ne? Ja. So. Ja, wie gesagt, einfach mal schauen, was heute einfach, was dieses Wochenende einfach drin ist. Ob es Möglichkeit gibt, wieder ein paar Pünktchen mitzunehmen oder ob es wieder noch so ein Desaster-Ding gibt, wie jetzt in Spanien und Monaco. Wo wir ja beide ausgeschieden sind in Monaco im letzten Rennen. Aber wie gesagt, für mich war es in meinen Augen halt nicht mehr sinnvoll, wirklich zu fahren, weil ich war 2-mal berundet, ich war 5-mal gefühlt in der Box und es fing ja schon an, am Anstab mit meinem Lenkrad, weil ich den Russell ins Auto bin. Also das komplette Rennwochenende war eigentlich ein Desaster. Aber mal gucken. Das fing ja auch schon im Training an, muss ich sagen. Da war ja auch ging ja gar nichts, aber. Naja. Nicht meckern, wir schauen nach vorne positiv und hoffen einfach irgendwie auf das Beste. Gut. Ah, ich kann immer noch kein Trainingsprogramm machen. Ich fange jetzt an, gleich an mit der Rennstrategie. Dann gehe ich aufs Qualifying-Tempo und dann gehe ich auf die Streckenakklimatisierung. Aber ich muss warten halt, wie gesagt, noch eine Minute 20. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob du fahren könntest. Ich bin schon draußen. Du bist schon draußen, ne? Wie gesagt, ich rück gleich nach. So, gucken wir mal auf die. Gucken wir die mal schon drauf. Ah, du bist schon da. Ja, passt ein bisschen auf. Gerade jetzt die nächsten Ecken wären nicht ganz ohne. Da darfst du nicht zu sehr beim Körper räubern in der Altstadt. Ich weiß nicht, ob du tatsächlich genau jetzt live an der Stelle bist. Weil du bist jetzt quasi. Jetzt gerade aus dem Schloss raus. Ja, du bist jetzt, genau. Jetzt kommt diese links, jetzt kommt diese Doppel-Links, genau. Und hier musst du jetzt wieder runtergehen vom auf die Bremse, weil wenn du hier bei den Körbs räuberst, so landest du unweigerlich an der Mauer. Ich fahre nicht das erste Mal Baku, Gef. Du fährst aber das erste Mal mit dem Lenkrad, oder? Ja. Das ist es halt wieder. Das ist ein Unterschied. Aber das Verhalten mit der Autos ist ja nicht unterschiedlich, nur weil ich mit Lenkrad fahre. Ja, doch. Also ich habe es mal wieder mit Controller probiert. Alter, das geht immer gar nicht. Du gehst jetzt auf so eine schnelle Runde erst, ne? Ja. Gut, dann darf ich jetzt auch rein nicht auf die Strecke. Dann gehen wir mal raus auf die Strecke und wir fahren mal auf. Da Harte sowieso keine Optionen sind, fahre ich die auf Medium. So, Rennstrategie startet, beginnen in der nächsten Runde. Ja klar, ich muss mich jetzt auch ein bisschen akklimatisieren, erstmal auf die Strecke bringen. Nächste Woche dann Kanada und dann Frankreich. Das sollte dann wieder ein bisschen angenehmer werden. Ja. Sollte. So, ich fahre jetzt auch mal ein bisschen auf der Strecke. Bin jetzt gleich wieder in der Altstadt. Jetzt fahre ich gerade diese 90-Grad-Kurve. Da steht ein Auto. In der ja. Engstelle. Warst du das? Ja. Okay. So, jetzt habe ich einen Alpine hinter mir. Ne, ist das ein Alpine? Hellblau? Das könnte auch ein Williams sein. Ich glaube, das ist ein Williams. Für Williams hat es mich übrigens im letzten Grand Prix tatsächlich sehr gefreut in Ungarn, dass wir mit beiden Autos in die Punkte gefahren sind. Klar, es war ein Chaosrennen. Mhm. Aber ich glaube, du hast es auch schon geschrieben, dass das, was Bottas gemacht hat, war keine Absicht. Es hat nur meiner Meinung nach einen sehr faden Beigeschmack, dass es ausgerechnet ein Mercedes war. Ja.
Also wenn er das mit Absicht so gemacht hat und geplant hat und alles um und dran, dann A, Respekt und B, reden wir über andere Straßen. Als nur die 5 Plätze. Das ist zumindest meine persönliche Meinung zu dem Ding. Mhm. Wobei ich glaube auch nicht mehr, dass der lange macht. Es sind ja mehrere Namen im Gespräch, die da jetzt hinwechseln könnten zu Mercedes. Unter anderem der neueste Name Lance Stroll. Aber ich glaube nicht, dass der Papa seinen Sohn immer ziehen lassen wird, freiwillig. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob er da so viel sagen hat, wenn der Stroll ist, der nicht auch in dem Programm? Ich glaube nicht, dass der Mercedes Junior Programm ist. Russell ist es, ja, aber ich glaube, es ist voll. Glaube ich nicht. Ich guck dir gerade zu hier. Ja, ich habe die Runde schon verkackt. Du musst echt aufpassen, wenn du da so auf die Bremse. Der Williams jetzt zieht, der holt auch richtig auf da hinter mir. Also momentan. Ja, mal gucken. Aber ich bin bei 2,2 Sekunden plus. Ich krieg die Zielzeit nicht rein. Ich war mal negativ, aber. Na gut, das Problem ist, ich habe halt selbst mit Controller habe ich in Baku echt Schiss an der Stelle da. Es sind einige Stellen. Meinst du die Engstelle oder was? Jetzt bin ich noch hinter Mazepin. Ist halt auch so eine Stelle, wo ich mich frage, so warum? Warum? Was? So. Hier gibt bestimmt hier genug Stellen, wo man mit der Strecke hätte durchgekonnt. Nein, man muss genau hier jetzt durch, wo du jetzt durch darfst. Naja. Hier lasse ich es auch liegen. Dafür bin ich gerade ein bisschen besser durchgekommen als in der Runde zuvor. Danach kam Kanada, ne? Ja. Mhm. Da freue ich mich schon eher drauf. Das wird wieder so die bessere Strecke. Da kann man eher die Runde wird positiv. Vorbei an Ocon und Mazepin. Das Problem, ich muss ja 3 von 5 Runden auf Plus fahren. Ja, danach kommt Kanada und Frankreich. Vermal nicht zwei leichtere Strecken. Frankreich vor allem wird gut. Mal gucken. Die mag ich, die fahre ich gerne. Ja, die ist ein bisschen sehr verwirrend, die Strecke. Ich weiß gar nicht, was danach kommt. Ich bin dann halt einfach nur froh, dass wir dann die beiden. Ja, warte mal, bis Singapur kommt. Das kommt mir auch nicht. Kommt ja auch nach dem Europaende. Mit Belgien und Italien. Und Ungarn. Du, aber Singapur fahre ich eigentlich ganz gern.
Ja, es wird. Wohl doch, es wird positiv. Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. Ich habe die Punkte erreicht. Ich habe mein Trainingsprogramm mitgearbeitet. Ich habe die 30 Punkte, die ich haben wollte, und von der Position her sieht es ein bisschen positiver aus. Aber gut, der Rest der Konkurrenz wird auf hart, ne? Mhm. Warte mal gerade kurz, ich muss mal gerade dem, das, was hinter mir vorbei ist. Boah, das sind einige Autos. 3 Stück. Ja, ich habe mich halt vorhin total verbremst in der. Wie weit bist du vor momentan? Positionsmäßig? Gar nicht. Hast du dich verhauen, weggehauen oder was? Ja, hab ich. Oh, ich hab nicht, ne, du hast gesagt, du hast standest dort. Ich dachte mir, du hättest doch die Autozone mitgenommen. Ich hatte nicht gesehen, dass du DNF gegangen bist. Nein, ich bin, hab mich verschätzt und bin halt rechts mit dem Reifen. Ach, scheiße, es sah für mich die Auslaufzone aus. Das ist irgendwie noch gepasst halt gerade, so, da dachte ich, zu weit da, aber. Nee, ich bin jetzt genau hier rechts in die Wand. Ja, die Stelle hab ich gesehen, wo es war, aber ich hab nicht gesehen, genau, dass du. Ich habe die Meldung noch gar nicht gelesen. In der Richtung. Ja, nur Training, Gott sei Dank. Ja gut, tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, ist Baku nicht so schlimm wie Monaco. Monaco ist man noch eine Ecke enger. Klar ist Baku eng, aber man hat zumindest auch Möglichkeiten, sich zu retten irgendwo, wenn zumindest die Stelle passt. Willst du denn dann noch fahren oder brichst du dann erstmal? Ich breche jetzt ab. Ich bin durch mit meinem Trainingsprogramm. Okay, ich bin nur gerade unterwegs in die Box zurück. Nein, alles gut. Ich werde trotzdem erstmal ganz schnell auf Toilette gehen, bin gleich wieder da. Mach das. So, dann haben wir Training Nummer 1 schon mal abgearbeitet. Bin mit Handschirm auf Platz 8, das ist. Okay, ordentlich, passt. Mal gucken, ob es so weitergeht. So, mal gucken, was am Ende final rauskommt. Naja. Leichte Hoffnung war da. Keine Zeiten von einigen Fahrern. Aber wenn man mal denkt, wir sind auf Augenhöhe mit Verstappen und Stroll. Also 5 Autos ohne Verzeit. Ja, mal gucken. So, bin wieder da. Das war wohl Pech da draußen. Sprechen wir darüber. Was Pech? Denken Sie, dass Sie Ihre Zuverlässigkeitsprobleme bis zum Qualifying in den Griff bekommen? Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen? Danke für den Kommentar. 15. aber sind 5 Autos ohne Zeit gewesen. Aber zumindest auf Augenhöhe mit Verstappen und Ocon. Oder Stroll. Ich glaube, Stroll war es. Perez noch keine Zeit gefahren. Bottas keine Zeit gefahren. Und da sind einige Teams, die eigentlich vielleicht hinter uns stehen könnten, auf Soft gefahren. So, gehen wir dann mal rein ins zweite freie Training, würde ich sagen. Ja. Und haben wir mal das nächste.
Oh, mal noch so ein Ding raus. Ja, wie gesagt, ich bin noch relativ unschlüssig, wo wir stehen. Mal schauen. Ach ja. So, soft. Haben wir das Qualifying Tempo auf soft? A bit like a rubber out on track. Try to take it easy for a couple of laps. Na? Hä? Kollege? Was? Ich möchte raus. Hallo? Achso. Vergiss es, die Nummer 1 im Team geht fertig als erstes. Also ich. Guck auf die Punktetabelle, da weißt du, wer die Nummer 1 im Team ist. Nein, alles gut, fahr vor, komm, scheiß drauf. Nein, nein, fahr vor. Nein, 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 komm, fahr. Du bist das erste aus der Garage raus, du hast das erst die erste. Das hat gepasst. Wenn ich das Auto nicht, wenn ich das Auto nicht wieder wegschmeiße. Wenn du das, ja. Im Idealfall fährst du, schmeißt das Auto vorne weg und ich rutsche mich hinten rein. Naja, ich fasse jetzt das Qualifying-Tempo um. Um mal zu gucken, wo bin ich gerade so dran. Und wir haben immer noch nichts über seine KI getan. Die steht immer noch auf 85, nur so nebenbei. Ich weiß gar nicht, ob man die im Lauf der laufenden Karriere sogar runterstellen kann, aber müsste eigentlich gehen. Aber ich denke mal so. Ja, es ist halt teilweise frustrierend, aber so hat man zumindest einen Plan vor Augen und zumindest das Auto weiterzuentwickeln und zumindest den Best of the West hinter den drei Top-Teams zu fahren. Warst du jetzt bewusst gerade so langsam? Nein, ich habe gerade was eingestellt. Okay, weil du warst ja lang. Du bist auf hart unterwegs, kann das sein? Nein, auf soft. Auf soft. Ja, du fährst das gleiche Qualifying-Programm. Ja. Aber das gleiche Programm, ja. Na gut. In den Qualifying-Rennen steht es übrigens 2-1 für dich, ne? Oder? Glaube ja. Ich glaube, Spanien. Monaco. Ja, gut, durch Monaco. Ne, Monaco hatte ich ja qualifiziert. Stimmt, Monaco, ja, da war ich ein Ausfall, stimmt, in der Quali. Da bin ich ja weggedreht. Test over, but I'm afraid we didn't get what we needed. We're gonna have to run it again. Halbe Sekunde nur auseinander.
there's only one lap of fuel remaining. Du hast ein Auto aber ziemlich nah bei dir kleben. Ja, Ocon. Das ist doch ein Alpinin gewesen. Fuel is marginal. Box within two laps. Da wollte ich in die Boxeneinfahrt und hab's sofort verfehlt. Ich wäre fast in die Boxeneinfahrt reingeklatscht. Ich wollte eigentlich noch eine Runde fahren und dann dachte ich mir, okay, die sehe ich schlechter ab in die Box und komplett vertan. Nächstes Alonso. Also Flügelschaden macht ja schon sehr viel vom Auto kaputt. Ja, Flügelschaden kannst du hier gleich in die Box fahren. Aerodynamik bricht komplett weg. Ja. Ich habe gerade nur bin leicht in die Box. Das sagen sogar alle Montagsliga-Fahrer bei uns. Flügelschaden im neuen Spiel ist tot. Da kannst du gleich in die Box. Da ist nichts mit noch mit Gelb weiterfahren oder so, das kannst du vergessen. Ja. Das ist durch. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht mein Auto komplett in die Bahn haue. Boah. Das ist das Problem, Norris. Ich will dich vorbeilassen. Klatscht der. Raus, ja? Dix ist mir ins Auto gefahren, Mick. Ja, nee, ich bin eigentlich auf der Strecke. Wollte den links vorbeifahren lassen. Und Mick ist, ich glaube es war Mick, ist mir quasi mit Vollgas ins Auto gefahren, obwohl ich rechts an der Strecke war. Und es war gelb. Der hat seinen Reifen verloren. Mit Eingangsallern geraden. Ich habe eigentlich aber nichts getan, wie gesagt. Ich habe nur wirklich den Norris vorbeilassen wollen. Sieht doch nicht schlecht aus bei mir gerade hier. Was denn? Ich bin mit Ocon auf Augenhöhe. Na, war ich eben auch. Ich bin nämlich noch eine zweite Runde gedreht. Weil ich beim ersten Mal mich zweimal fast weggedreht hätte, weil ich zu schnell auf dem Gas war. Okay. Und da habe ich dann auch die fast 2 Sekunden, die ich verloren hatte, in der Qualifying-Tempo wieder rausgeholt. Ich
Hauen wir nochmal raus. Everyone ready? Okay, let's go. Also du fährst nochmal raus, ja? Ja, ja. Na, ich bin 1,6 Sekunden hinter Giovinazzi. Das ist mir dann doch ein bisschen sehr hoch vorne stand, ja. Upsi. Das war keine Absicht. Hab ich den Moment verpennt, wo mir, wenn das Auto aus der Box kommt. Und ich weiß, der muss toll geradeaus ins Auto. Dann fahre ich auch noch mal raus. Ja, ich will zumindest meine Zeit ein bisschen verbessern. Sehr, schon krass der Rückstand gerade. Die Burgpassage ist echt, ja. Weggedreht? Nee, ein Türchen verpasst, weil ich einen kleinen Schlenker drin hatte. Ah, jetzt, ja. Ah, Platz 11, zumindest mich da mal nochmal verbessert. Aber diesmal bin ich nicht direkt irgendwo gegengefahren, sondern ich bin in einer Burg links in den Curb und der hat mich voll weggedreht. Naja, das ist es halt. Das ist genau der Curb, den ich meine. Den es quasi dahinten erwischt. Also ich bin Nazi geschlagen, ich habe jetzt Mazepin geschlagen und Mazepin ist jetzt nicht unbedingt das große Ziel, aber Giovinazzi, Alonso dran. Was hat der vor mir? Fast wieder für die Zeit. Fahrer vor mir. Couldn't receive that. Repeat the message. Fahrer vor mir. Dankeschön. Alonso ist vor dir. Nee, ich wollte die Zeit wissen. Fahrer vor mir. 1:42.068. Ja, 0,2 Sekunden auf dem Alpine. Okay, eigentlich. Ist das möglich alles? Genau, lass ein Auto vorbei im
Nö, ist okay. Es hat, es hat ein bisschen was funktioniert jetzt gerade. Wir haben aber noch ein hartes Stück Arbeit vor uns. So, jetzt haben wir Red Bull, noch einen zweiten Alpine. Boah, Latifi. Aber wir sind zumindest nicht mehr ganz so abgeschlagen wie noch in Spanien oder so. Ja, eigentlich stimmt schon, ja. Da sah es ja schon im Training scheiße aus. Das sah Monaco beschissen aus. Gut, da war, wenn ich ehrlich bin, Monaco war ja beide von beiden im Training nichts. Gut, das erste Mal im Training haben wir ja simuliert. Die zweite, das dritte freie Training habe ich mich ja quasi ins weggedreht. In der Quali habe ich mich weggedreht. Im Rennen lief ja auch nichts zusammen. Ja, aber da war ja auch heavy wet. Ja, eben, es ist halt ein. Nein, alles gut. Klar. Nee, es ist okay. Wir sind wieder so ein bisschen auf Augenhöhe, würde ich sagen. Klar, immer noch nicht dahin, wo wir hin wollten, aber es geht wieder ein bisschen vorwärts. Naja, gucken. So, das war das Training Nummer 2. Beende die Session. Und dann passt das von mir. Platz 10 und Platz 14, das ist, wie sag ich ja, das ist wieder mal ein bisschen der Schritt nach vorne. Es ist halt nur die Frage, halten wir das auch dann im Rennen durch? Ja gut, Baku ist eigentlich auch wieder so eine Strecke, wo eigentlich der Start relativ gut funktionieren sollte, wenn es das, klar. Gucken. Ja, da ist aber halt 20 auch Runden konzentriert durch die Burg, das kann schon mal werden. Ja, 18 und 19 Runden sind es, glaube ich. Na klar, konzentrieren, das ist vollkommen normal. Wie gesagt, die nächste Strecke wird dann wieder ein bisschen was einfacher oder die nächsten beiden. Messi nach Paris. Noch das Scheichgeld. Ja gut, er hat seinen Vertrag ja nicht verlängert bekommen in Barcelona. Er würde ja, hätte er gerne, wenn er ein bisschen weniger verdienen wollte und jetzt auf seinen 180 Millionen Jahresgehalt sitzen würde. Ich habe 183 oder so, habe ich glaube ich gelesen, verdient würde er im Jahr verdienen. Hätte er verdienen wollen in Barcelona. Bei der Hälfte hätte es gepasst. Na gut. Anderes Thema. So, gucken wir mal Training Nummer 3 und da gibt es dann auch wieder ein tolles Programmchen. Und dann gehen wir auch wieder auf die Strecke. Ja, es macht mir tatsächlich ein bisschen Mut. Klar sind wir noch immer nicht da, wo wir hinwollen, aber wir sind auf Augenhöhe mit den Punkterängen, zumindest du. Aber ich stehe auch nicht weit weg dahinter mit Platz 14. Also gerade im Baku kann ja auch viel passieren. Kann auch für uns viel passieren. So, Streckenklimatisierungsprogramm, das ist das nächste, was wir uns jetzt angucken. Oder zumindest, was ich mir jetzt angucke. Ich weiß nicht, was du dir angucken willst, ob das welches Programm. Rennstrategie wahrscheinlich. Ich habe jetzt zweimal Streckenklimatisierung zweimal weggeschmissen. Ja, okay, dann machen wir mal was anderes. Dann ziehen wir nicht gleich beides identische Tempo und Weg durch, sondern. Oder beide selbe Programme durch, sondern machen ein bisschen was anderes. Ist dann vielleicht auch für die Zuschauer ein bisschen interessanter. Ich weiß nicht gerade, die Koop-Karriere kommt eigentlich relativ gut an. So bis verhältnismäßig gut an. So. Ich passe jetzt ein bisschen auf. 3 Runden sind es insgesamt, die ich anzeigen muss. Er möchte 425 Punkte von mir haben. Als Ziel.
Und es wird doch wie gehabt morgen auf jeden Fall das Qualifikationstraining. Sonntag das Rennen natürlich. Und ab nächste Woche geht es dann wieder weiter mit der Story. Mit Breaking Point. Da geht es dann in Kapitel 3 weiter. Da spitzt sich nämlich auch so ein bisschen der Zweikampf zu gerade. Zumindest nach dem letzten Grand Prix. Naja, mal schauen. So, ich lasse natürlich noch das ER ist ein bisschen aus. Mach's jetzt an, wenn wir nämlich auf die lange Gerade gehen. Und dann fahren wir unser kleines Akklimatisierungsprogramm mit 3 Runden hier in Baku. Die Zeit ist mir jetzt gerade im Moment egal, muss ich sagen. Die spielt doch beim Akklimatisierungsprogramm keine Rolle. Richtig. Ich passe mich jetzt auch ein bisschen mehr auf, ein bisschen. Warum auch immer der das nicht nimmt? Manche Kurven. Also manche Kurve nimmt er nicht, verstehe ich nicht. Ich fahre eigentlich genau durch. Zu langsam vielleicht? Ne. Kann sein oder zu schnell oder keine Ahnung. Jetzt mal eine Kurve perfekt. Und ausgerechnet die letzte, die Kurve kommt jetzt nach der Burgpassage. Wieder perfekt. Der ist perfekt. Und damit habe ich jetzt schon mal 240 Punkte. Ah, okay. Es ist das, was ich erwartet, was ich mir gedacht habe. Es ist tatsächlich wegen der Geschwindigkeit. Er sagt mir, du bist zu langsam bei den Folgenkurven und dann hat er die aufgezählt. Also man sollte auch nicht zu langsam machen. Nee, also durchschleichen geht nicht. Gut, das wird zu einfach. Passage perfekt getroffen. Also da war alles violett. Das liegt tatsächlich nicht an meinem Fast vom Fahren, sondern wirklich nur an der Geschwindigkeit. Ziel erreicht. Ja.
Steht mir Alonso auf der Strecke. Okay, das war's. Mein Flügel ist weg, mein Qualifying ist beendet. Qualifying? Du hast doch mein Training. Ah, ich hab komplett weg. Ich bin in der Kurve 2 an der Wand angeschlagen. Ich muss jetzt ein bisschen. Die Punkte, die habe ich, die ich haben wollte. Ich habe 435 Punkte geholt beim Akklimatisierungsprogramm. Ich glaube, Kanada ist es ein bisschen einfacher, die Kurven perfekt zu Wieder gedreht. Entschuldigung, ich wollte nicht dazwischen quatschen. Das war's, mein Burgpassage. Aber wirklich nur leicht eingeschlagen. Mit dem Rad vorne dran gekommen und ich glaube, war ziemlich, glaube ich, der identische Unfall, wie du bei dir hattest. Dieser Zeit ist jetzt egal. Da bist du. Oh, du hast auch einen Flügel weg? Ja. An welcher Stelle? Bei mir jetzt genau da weggehauen. So, dann gehe ich jetzt einmal auf Toilette und dann komme ich jetzt sofort weiter. Mhm. So, da bin ich auch wieder da. Hört sich alles gut an? Ja. Okay. Ja, gibt bald ein neues Headset, keine Sorge.
So, ich habe das Fenster aufgemacht, ich habe Ventilator jetzt mal laufen nebenbei, also es kann immer mal so ein Windstoß kommen. Ja, und da geht's gleich. Was heißt gleich? Für euch morgen weiter mit dem Qualifying und gucken wir mal, wo wir da stehen.